Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Marius Ebert und in diesem kleinen Video geht es um den Begriff Projektstrukturplan. Also wir sind im Projektmanagement und wir haben im Zentrum des Projektstrukturplans oder als Ausgangspunkt unser Projekt Errichtung eines Profit Centers in der Türkei. Das haben wir noch nie gemacht. Das ist unser Beispiel. Und wir zerlegen nun dieses Projekt zunächst einmal in drei Hauptaufgaben. Das können natürlich auch vier oder fünf Hauptaufgaben sein. Hauptaufgabe 1, Hauptaufgabe 2, Hauptaufgabe 3. Und jetzt beispielhaft an der Hauptaufgabe 2 gezeigt, gibt es nun von mir aus unterhalb dieser Struktur Hauptaufgabe 2 eine Unteraufgabe, zweite Unteraufgabe, dritte Unteraufgabe, vierte Unteraufgabe. Und innerhalb dieser Unteraufgabe, hier am Beispiel von U2 gezeigt, gibt es nun von mir aus, manche nennen das Elementaraufgaben, E1, E2, E3 und von mir aus E4. Es kann natürlich auch E5 noch dabei sein, also 5. Ja, das ist egal, wie viele das hier sind, sollten bloß nicht 17 sein, dann stimmt irgendwas in der Strukturierung nicht. Also das ist die Idee eines Projektstrukturplans und wir sehen die Dynamik, dass von oben nach unten das Ganze operational wird. Und operational heißt, es wird konkret. Wir kommen aus der Ebene der Planung. Hier sind wir auf der Ebene der Planung und hier unten sind wir auf der Ebene der Aktion. Wir wissen, wenn wir das bis hierhin aufgegliedert haben, manche sagen auch runtergebrochen haben, dann wissen wir die Handlungen und dann ergibt sich auch relativ schnell eine Reihenfolge der Handlungen. Es entsteht dann zum Beispiel eine zeitliche Abfolge, dass wir wissen, zunächst einmal E1 und dann E2 zum Beispiel. Also erst die Strümpfe anziehen, dann die Schuhe. Das sieht man auf dieser Ebene nicht hier oben, aber unten auf dieser Ebene sieht man es. Das heißt, der Projektstrukturplan offenbart das alte Prinzip aus der Machtlehre, das da heißt, teile und herrsche. Ja, teile und herrsche. Hier sind wir auf einer sehr allgemeinen Ebene und haben noch nicht geteilt. Wenn wir es teilen in kleinere Schritte und noch kleinere Schritte und noch kleinere Schritte, dann beherrschen wir das Projekt. Das ist also die Art und Weise, wie wir im Projektmanagement Herrschaft über das Projekt gewinnen, dass wir das Projekt beherrschen und nicht das Projekt uns. Sehr wichtiges Instrument. Ja, vielen Dank, das war's schon wieder. Mein Name ist Marius Ebert. Schauen Sie unter spaßlerndenk.de und unter spaßlerndenk-shop.de für weitere Produkte und Seminare von mir. Dankeschön. Im Übrigen glaube ich, dass wer einen Fernlehrgang bucht, sich durch schöne Werbebilder hat täuschen lassen. Er muss nun unter dieser Täuschung leiden. Wollen Sie hingegen lernen ohne Leiden, dann klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video.